Vorauswahl für die nächste Pferdener Auktion. Achtmal im Jahr tourt das Auktionsteam des Hannoveraner Verbandes durch das Zuchtgebiet auf der Suche nach neuen Auktionspferden. In der Regel sind wir im 6-Wochen-Rhythmus. Also das heißt, weil wir noch den Katalog produzieren müssen und natürlich auch Videos, Foto und das ganze Internet, sind wir in der Regel immer 6 Wochen vorher dran. Und dann lassen wir die Pferde zu und dann geht die ganze Maschinerie, startet dann. Der Hannoveraner ist ein gefragtes Allround-Talent. Er steht für traditionelle Zuchtlinien, Qualität und Vermögen. Der Hannoveraner ist eigentlich von meinem Verständnis was Besonderes. Ein Pferd, was ein Hannoveraner-Band trägt, das ist so eine Art Gütesiegel für mich. Das Auktionsteam kennt den Geschmack der Kunden genau. Und mit den Vorlieben der Käufer hat sich auch der Hannoveraner verändert. Also in den letzten 10 Jahren haben die Pferde sich schon erheblich verändert. Das Ziel jeder Vorauswahl ist das Zusammenstellen einer erstklassigen Kollektion von Auktionspferden. Bis dahin wird das Team viele Züchter, Besitzer und deren Pferde kennenlernen. Heute ist Vorauswahl. Züchter und Besitzer reisen morgens mit ihren Pferden an und hoffen auf ein positives Ergebnis. Zugelassen werden Reitpferde mit hannoverschem, rheinischem und westfälischem Brand. Es sind die jungen Nachwuchspferde, nach denen das Auktionsteam sucht. Doch ob ein Pferd in die nächste Auktion passt, entscheidet unter anderem Auktionsleiter Jörg Wilhelm Wegener. Bei den Reitpferden ist es so, dass wir 3-jährige bis 6-jährige Pferde in der Kollektion haben, teilweise auch mal ältere. Aber grundsätzlich muss ein Pferd für die Auktion klar eine gewisse Mentalität mitbringen. Das ist aber letztendlich auch so eine Selektionsstufe für ein erfolgreiches Sportpferd später. Und natürlich 3 gute Grundgangarten, Springvermögen oder halt, je nachdem, was man gerne damit vorhat, dementsprechende Eignung. Auch Fohlen und Zuchtstuten von höchster Qualität werden über die Auktion vermarktet. Dressurfohlen überzeugen viel mehr durch ihr Gebäude und Bewegungsablauf als durch ihre Abstammung. Anders ist es bei den Springfohlen. Bei den dressurveranlagten Fohlen spielt das Pedigree nicht so eine große Rolle, weil man letztendlich die Bewegungsmechanik ja schon sehen kann. Das Springfohlen lassen wir bewusst nicht springen, weil wir davon Abstand nehmen. Da kauft man mehr das Pedigree und natürlich die Mutterstammleistung. Bevor die Reitpferde unterm Reiter präsentiert werden, beurteilt das Auktionsteam sie im Freilauf. Weil wir ganz gerne gucken wollen, wie ein Pferd sich im natürlichen Bewegungsablauf präsentiert. Jetzt wird aufgesattelt. In kleinen Gruppen werden die Pferde im Auktionsteam vorgeritten. Dabei können die Springpferde im Anschluss noch ihr Talent am Sprung beweisen. Diese Auswahlreise, die steht schon immer ein Jahr vorher fest, sodass ich genau mit meinem Pferd mir den richtigen Zeitpunkt aussuchen kann, wann ich es gerne vorstellen möchte. Und dann suchen wir uns das raus, wo wir meinen, dass es vermarktungsfähig ist. Später gehen die aufs Pflaster, werden dort gemessen, gucken uns die Beine, die Stellung an, ja, und machen sozusagen die letzte Musterung. Es wird spannend für Züchter und Besitzer. Im sogenannten Schrittring hat das Auktionsteam nochmal alle Pferde im Überblick und trifft die letzten Entscheidungen. Am Ende gibt es einen Schrittring und dann werden die Pferde dementsprechend zugelassen zu den einzelnen Auktionen. Oder die Züchter bekommen eine Empfehlung, dass wir gerne das Pferd nochmal zu einem späteren Zeitpunkt sehen, weil wir der Meinung sind, Qualität ist gut, aber der Zeitpunkt noch zu früh gewählt ist. Fast geschafft. Doch bevor ein Pferd in den Katalog der nächsten Auktion aufgenommen wird, muss es Dr. Frank Reimann, dem Tierarzt des Hannoveraner Verbandes, vorgestellt werden. Erst wenn er das Okay gibt und das Pferd fit und gesund ist, wird es Teil der nächsten Auktion. Viele Züchter wählen seit Jahrzehnten die Vermarktung ihrer Pferde über den Hannoveraner Verband, so wie Otto Walter. Ich finde, dass es sehr professionell ist. Ich finde, dass es sehr tierschutz- und gerecht ist und dass man es so macht, dass die Pferde immer wieder Zeit zum Durchatmen bekommen. Die Pferde sind meistens sehr relaxed und entspannt, auch wenn sie das erste Mal von zu Hause weg sind. Ich denke, das ist eigentlich optimal.
Die Auswahl ist getroffen. Doch schon bald ist das Auktionsteam wieder unterwegs auf der Suche nach neuen Auktionspferden.